Der Preis der Wirtschaft Teltow Fläming wird diesmal in Luckenwalde auf dem Gelände des Gewerbehofs vergeben. In der Kategorie Industrie und Gewerbe gewinnt die Öl- und Filtervertriebsgesellschaft MbH Trebin. Da war dann, als die ersten Hinweise kamen und man sich wiedererkannte, natürlich das Herzklopfen groß und dann natürlich auch die Freude. Und jetzt ist man einfach nur stolz. Das Unternehmen ist bundesweiter Großhändler für Schmierstoffe und Filter mit einer Niederlassung in Magdeburg und über 40 Arbeitsplätzen. Am Standort Trebin wird derzeit eine moderne Lagerhalle gebaut. Alleine durch die neue EDV wird es uns ermöglicht werden, auch auf weiteren Plattformen, besonders im B2B-Bereich, aufzusatteln, auch die Stückzahl an Paketen dann zu erhöhen. Durch das neue Lager und die neuen Lagerstrukturen werden wir erst halt in der Lage sein, da nochmal richtig Gas zu geben, und das haben wir auch vor. In der Kategorie Handwerk geht der Preis an die ESL Elektroservice Ludwigsfelde GmbH. Die Firma hatte den Preis 2011 schon mal gewonnen und ist damit die erste, der es zum zweiten Mal gelingt. Wir haben gedacht, dass sehr viele starke Mitbewerber dabei sind und dass wir gewinnen, das haben wir nicht erwartet. ESL bietet Elektroinstallationen im industriellen und gewerblichen Bereich, aber auch im Hausbau an. Preiswürdig war die Firma unter anderem wegen der ständigen Aus- und Weiterbildung der derzeit 28 Mitarbeiter. Der wesentliche Punkt ist, den Nachfolge zu organisieren. Das heißt, die jungen Leute, die jetzt schon bei uns arbeiten, weiterzuentwickeln, sodass sie einfach dieses Unternehmen auch nach unserer Tätigkeit weiterführen. Wir haben noch 5 bis 6 Jahre, danach muss was kommen. Die beiden Preise werden vom Regionalcenter der IHK Potsdam und der Kreishandwerkerschaft ausgelobt. Dotiert sind sie mit jeweils 1.500 Euro. Doch laut Wilma Trempler ist das nicht die Motivation für die teilnehmenden Unternehmen. Ein großer Aspekt ist auch noch die Bekanntheit im Außen, was die Ausbildung betrifft. Ne, dass man nochmal sagt, okay, welche Berufe bildet man eigentlich aus, wen sucht man ganz genau und was hat man als Unternehmen zu bieten. Ne, also gerade so interessante Unternehmen mit besonderen Angeboten auch für junge Menschen, die lassen sich ja so viel inzwischen einfallen, gehen damit in die Öffentlichkeit und haben dann den einen oder anderen Bewerber eben mehr. Mitmachen können klein- und mittelständische Unternehmen mit Sitz in Teltow Fläming. Diesmal waren es 21. Die 10-köpfige Jury besuchte die Unternehmen, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. In die Bewertung fließen mehrere Aspekte ein. Das kann zum einen eine exzellente Unternehmensentwicklung sein über die vergangenen Jahre hinweg. Das kann eine familienfreundliche Unternehmenspolitik sein, die gefahren wird, aber auch vielleicht ein innovatives Produkt, was auf den Markt gekommen ist, bis hin zum sozialen Engagement des Unternehmens, also weit über das Tagesgeschäft hinaus. Zur Jury gehören auch die Hauptsponsoren der Preise, die VR-Bank Fläming EG und die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Der Landkreis Teltow-Fläming gehört ja zu unserem Geschäftsgebiet und wir betreuen viele erfolgreiche Kunden in der Region und von daher wollen wir gerne auch diese Kunden dabei unterstützen. Wir machen das deshalb, um ein Schaufenster für Unternehmen zu bieten, die bei uns im Landkreis sehr gute Arbeit leisten und manchmal auch nicht so bekannt sind, und die erhalten hier über die Veranstaltung eine hohe Aufmerksamkeit und das unterstützt sie in der Entwicklung. Und ich denke, das zeigt auch, wie leistungsstark der Landkreis insgesamt ist. Zusätzlich zum Preis der Wirtschaft werden 2 Sonderpreise vergeben. Der Preis der jungen Wirtschaft, ausgelobt von den Wirtschaftsjunioren Teltow Fläming, geht an das Autocenter Lange in Wiedstock bei Ludwigsfelde. Für konstante Fachkräftesicherung und eine gelungene Nachfolgeregelung im Unternehmen. Den Sonderpreis Tradition und Zukunft der Investitionsbank des Landes Brandenburg gewinnt Bäckermeister Stefan Sembritzky aus Merzdorf bei Baruth. Ihn zeichnen traditionelles Handwerk, seine Vertriebswege und Investitionen in moderne energetische Technik aus, heißt es in der Begründung. Schirmherrin des gesamten Wettbewerbs war wieder Landrätin Cornelia Wähler. Und insofern ist so ein Preis der Wirtschaft auch nochmal eine Anerkennung dafür, was persönlich in dem jeweiligen Unternehmen geleistet wird, aber auch nochmal eine Anerkennung für den Landkreis, mit welch tollen Frauen und Männern, Jüngeren und Älteren wir hier zu tun haben. Und letztendlich sind es die Menschen in einer Region, die für Entwicklung sorgen.